Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen Sie wieder aus Hamburg begrüßen, aus dem Klinikum Eppendorf. Professor Rösch und ich haben die Ehre, den mittlerweile 5. DGR Live zu moderieren. Diesmal sind wir wieder beim Thema ERCP gelandet. Und wir werden neben den medizinischen Sachen natürlich einen Fokus auf die Endoskopie-Assistenz richten, weil Pflege führt Regie. Mhm. Wir werden auch wieder ein paar pflegerische Sachen in den Fokus rücken. Diesmal das Decken der verschiedenen Tische und halt eben auch die Lagerung der Patienten. Sie haben zu Hause die Möglichkeit, uns im Chat Fragen zu stellen, die wir dann an die Experten weiterreichen. Die Experten sind diesmal Ärzte aus dem Klinikum Eppendorf und Kolleginnen von der DGEA, die in den verschiedenen EZRs halt eben mitarbeiten. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich war gerade die letzten Tage auf dem amerikanischen Gastroenterologenkongress. Auch da gibt es in puncto ERCP ein paar sehr interessante Neuigkeiten, da kommen wir aber im Laufe der Sendung drauf. Und die Pflege führt Regie, das ist bei der ERCP natürlich besonders wichtig, weil wenn die Pflege keine Regie zum Beispiel beim Draht führt, dann sind wir aufgeschmissen. Also ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, die ERCP ist eine der wenigen Eingriffe in der Medizin, wo beide Seiten, die ärztliche und die pflegerische, eng zusammenarbeiten müssen. Sonst Hand in Hand spielen. Sonst gelingt es wirklich nicht und das ist kein Spruch, sondern es ist so. Ja, und man merkt das immer, wenn jemand auftaucht, der das noch nicht so oft gemacht hat, dann klappt es nicht so gut. So, nach dieser Vorrede fangen wir so ein bisschen an, nochmal mit den Grundlagen, warum ist die ERCP eigentlich so schwierig? Vielleicht können wir die ersten Folien einblenden. Die Anatomie ist ganz besonders und wir arbeiten ja beide gemeinsam eben nicht nur im Lumen, das heißt innerhalb der Strukturen, die wir sehen, sondern wir müssen irgendwo hinkommen, was wir dann nur im Röntgen sehen. Es ist ja allen bekannt, dass wenn wir da hinter die Papille gucken, die Sie auf der rechten Seite sehen, wir zwei Gangsysteme haben, in die wir reinkommen müssen. Auch das ist ein gemeinsames Problem. Da bedarf es einer erheblichen Abstimmung, wenn man als Arzt den Katheter aufsetzt, dass dann die Pflege weder gar nichts macht, noch wie wild mit dem Draht herumstochert, sondern da muss man gemeinsam die Aktionen planen. Es gibt letztlich zwei Schulen der Kanülierung. Die eine ist ein bisschen im Aussterben, die beruht darauf, dass man zunächst mal versucht, die Gänge anzuspritzen und dann mit dem Katheter oder dem Draht nachzukommen. Die andere ist die häufigere, die haben auch wir und ich glaube auch viele andere, ist, dass man versucht, mit dem Draht reinzukommen und dann erst anzuspritzen. Und wenn man sich diese beiden Gänge so anschaut, dann ist es zunächst ganz einfach. Mir hat mal ein Freund erzählt vor vielen Jahren, der von seinem Chef, der von Endoskopie wenig Ahnung hatte, gefragt wurde, warum die ERCP nicht ging. Das sei doch ganz einfach, Gallengang geht nach oben, Pankreas geradeaus, warum das jetzt nicht klappt. Und die Antwort ist die, weil man um die Kurve muss. Auch das sieht hier einfach aus, einfach Draht reinstecken, aber dieses Bild zeigt so ein bisschen, wo die Schwierigkeiten liegen können. Auch wenn Sie in den Anfangsteil des Gallengangs geraten, die Drähte sind zwar schon sehr weich an der Spitze, die wir haben, aber wenn man da so geradeaus geht und einfach reinbohrt, dann bleibt man oft da, genau wo der Pfeil ist, hängen. Und dann geht es nicht weiter. Und je mehr man bohrt, desto mehr schwillt es an und dann wird es immer schwieriger. Oder man drückt den Mediziner wieder heraus aus der Papille. Genau, also wenn die Assistenz dann fest auf den Draht drückt, dann fällt man wieder raus. Und das ist das eben, wo die Abstimmung nötig ist, wo man dann am Draht drehen muss. Und also das könnt ihr ja viel besser als wir. Darauf gehen wir gleich noch mal ein bisschen ein. Genau, und wenn man das gut macht, dann macht so und alle sind zufrieden. Die Schwierigkeit ist auch, das sind nur drei Varianten. Es gibt unendlich viele Varianten, wie die Gänge so beschaffen sind. Und man muss dazu sagen, in vielen Fällen will man ja nur in den Gallengang und nicht in den Pankreasgang, weil das Risiko erhöht. Und Sie sehen schon an diesen drei Beispielen, wo die Schwierigkeit liegt. Man weiß ja, man sieht dem von außen nicht an, wie es ist.
Entweder gibt es einen gemeinsamen Gang, wo es dann in den, wie unten dargestellt, wo es dann geradeaus oben den Gallengang und nach rechts in den Pankreas geht, oder der gemeinsame Gang ist sehr kurz, oder die münden direkt nebeneinander, sodass man vielleicht sogar im falschen Ostium ist. Also das hält eine Fülle von Variationen bereit. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie machen Sie, was empfehlen Sie, wenn der Arzt da wortlos drauf rumstochert, was soll die Pflege machen? Soll einfach auch wortlos stochern? Oder ja, Sie müssen natürlich miteinander kommunizieren. Ne? Ja. Und vor allen Dingen auch, dass man halt eben auch kommuniziert, wenn man Widerstand hat. Denn halt eben vorzuschieben, bis es wirklich eine Kurve oder ein Kinken halt eben entsteht, dann verliert man jeweils die Position. Sondern das muss schon sehr abgestimmt in kleinen Schritten halt eben passieren, dass das Vorschieben des Drahtes halt eben wirklich kommuniziert wird. Ja? Also das, wenn Sie sich das so anschauen, dass man als Arzt so verschiedene Winkel einnimmt und das koordiniert. Also man setzt den Katheter, wenn man sich das vorstellt, setzt man so auf und dann wird mit dem Draht versucht. Wenn das nichts bringt, setzt man ihn so auf und dann wird mit dem Draht versucht und so weiter. Ja. Oder man geht mit dem Draht ein bisschen rein und um der Kurve abzuhelfen, begradigt man sich, dass der Draht reinrutscht. Und also das ist ein sehr... Die einzelnen Markierungen auf dem Katheter sind teilweise auch sehr hilfreich zu sehen, rutscht der Katheter jetzt wieder raus, habe ich so viel Widerstand in der Hand, das spürt natürlich die Assistenz, aber wenn man dann mit dem Draht praktisch den Katheter wieder rausdrückt, hilft natürlich auch die Markierung auf den Kathetern, um die einzelne Position halt eben zu sehen. Ja? Genau, manchmal braucht man das Röntgen dazu. Also ich hoffe, wir können klar machen, das ist ein delikater Vorgang. Mhm. Und also nicht den Katheter rein und wild drauf losbohren, das klappt manchmal auch, aber oft genug nicht. Aber so wie ich Sie jetzt verstehe, ist das primäre Kanulieren mit dem Draht schon so state of the art? Oder gibt es Situationen, wo man eher auch anspritzen kann? Oder ist das eher individuell von der Vorliebe des Endoskopikers abhängig? Was sagen da die Richtlinien? Also wir machen es so, wir versuchen mit dem Draht zu kanulieren als erstes. Wenn das nicht geht oder man schon sieht, dass das schwierig ist. Es gibt ja so Papillen, die schlappern, wir nennen das Schlapperpapille, die schlappern so vor einem rum, da merkt man schon, oh je, das wird kein glatter Durchgang. Dann kann man auch mal ganz vorsichtig anspritzen, um zu sehen, wo das geht. Wenn man schon alles verdonnert hat, hilft Anspritzen oft auch nicht, sondern führt dann nur zu einer weiteren Schwellung. Also wie gesagt, das ist ein durchaus delikater Vorgang. Und dann hat man natürlich, wenn man zuerst anspritzt, hat man natürlich eine bessere Darstellung. Wenn man mit dem Draht drinnen ist, ist heutzutage, wenn man sich die Bilder so anschaut, wird oft sehr schlampig dargestellt. Natürlich ist meistens vorher klar, was los ist. Es gibt eine MRCP, ein Endosono, man macht nur mehr Therapie. Trotzdem ist die Darstellung immer noch wichtig. Das heißt, man sollte versuchen, wenn der Draht drin ist, den Gang bis unten darzustellen, je nach Fragestellung, ich zeige das gleich, und nicht einfach schneiden anfangen und dann irgendwie... die initiale RCP zählt manchmal, das ist ganz, ganz wichtig. Ich zeige hier ein Beispiel. Links ist ein normaler Gang, rechts ist eine Striktur, die ganz unten ist, also an der Papille, in der Mitte, Entschuldigung, und rechts ist eine Struktur, die ein bisschen oberhalb ist. Ja, da ist ein normaler Gang, dann kommt eine Struktur und dann wird es aufgeweitet. Links ist meistens gutartig, Steinabgang. Rechts, wenn man sowas hat, ist das höchstgradig suspekt und malignomverdächtig. Weil es ja schon ausgesackt ist. Ne? Weil ein kleines Stück ist normal und dann kommt eine Struktur. Und wenn der Draht schon drin ist und man von oben anspritzt, muss man das eben berücksichtigen, diese beiden Situationen. Ich habe das nochmal herausgearbeitet. Schaut eigentlich beides gleich aus. Eine Struktur. Und trotzdem sollte man sich damit nicht zufrieden geben. Beim einen, man sieht ja, wo das Duodenum ist, geht es bis unten hin. Beim anderen nicht. Und dann sollte man versuchen, auch wenn der Draht liegt, den Draht um Gottes Willen liegen lassen, aber den Katheter zurückziehen und dieses Segment sich nochmal darstellen, weil das rechte ist durchaus malignitätssuspekt und links weiß man es nicht, aber ist meistens gutartig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist zum Beispiel sowas, der Gang ist unten normal, dann kommt die Struktur
Und wenn jetzt so jemand keine OP hatte, dann, ich will jetzt nicht sagen, es kann fast nichts anderes sein als ein Tumor, aber das sollte man unbedingt darstellen. Ganz kurz noch zum Schluss. Proximal, also am Hilus, gibt es verschiedene Probleme. Wenn man alles darstellt, dann muss man alles ableiten. Also da ist eine MRCP vorher sehr wichtig, dass man guckt, was will ich eigentlich, bevor man da wild Kontrastmittel in der Gegend rumspritzt. Hier gibt es verschiedene Arten von Engstellungen am Hilus, die sind eingeteilt. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es geht immer um diesen Bereich. Und da muss man wissen, wo man ist. Hier sieht man ein super Bild, alles dargestellt. Für einen Patienten ist aber eine Katastrophe oder zwei super Bilder, ja, weil man da überall einen Stent reintun muss. Also das sollte man nicht machen. Das sollte man, da gilt nicht das, was ich vorher gesagt habe. Das sollte man vorher wissen, dass man weiß, wo man den Stent reinlegt. Und oft ist es ja so, dass die Anatomie sehr schwierig ist. Linkes Bild denkt man, naja, hier ist links und rechts, dann spritzt man weiter, dann kommen plötzlich noch mehr Gänge. Und dann denkt man, das ist jetzt die ganze Leber. Und hier gibt es aber noch mal ein Draht, gibt es noch mal ein Segment, was abgehängt ist. Also, dass sich alles per ERCP zu erarbeiten, ist möglich und schwierig, aber sollte man meistens nicht machen, es sei denn, man hat vor, da überall einen Stent reinzulegen. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt geht's los. Genau. Bevor wir jetzt natürlich anfangen, müssen wir natürlich unser Equipment vorbereiten. Da gibt es natürlich immer die Diskussion, kann ich eine ERCP unter sterilen Kautelen durchführen? Das natürlich nicht, aber ich kann steril einen Tisch vorbereiten, das zeigen wir Ihnen gleich. Und wenn ich dann halt in der Untersuchung halt eben von null angefangen habe und dann halt in der Untersuchung die patienteneigenen Keime halt eben übernehme, arbeite ich dann halt eben auf keimarmem Niveau. Und wir haben Ihnen jetzt verschiedene Möglichkeiten, einen Tisch vorzubereiten, vorbereitet. Und jetzt bitte ich mal um den Einspieler. Ja, hallo. Mein Name ist Silke Bichel aus dem Klinikum Nordfriesland in Husum. Herzlich willkommen zum DGA Livestream zum Thema ERCP. Wir wollen vorab noch einmal die keimreduzierte Arbeitsweise mit Fokus auf die Tischvorbereitung zeigen. Ich zeige jetzt eine Variante mit Einmalmaterialien und Nicole wird gleich noch eine weitere Variante zeigen. In meiner Variante benutzen wir ein Einmaltuch. Das Einmaltuch besitzt vier Ablagetaschen, in die die Instrumente abgelegt werden können als Ordnungssystem. Dann gehört zu dem Einmalset zwei Gefäße. Farblich unterscheiden sich die Gefäße. Bei uns im Haus ist es Standard, das Blau gleich Wasser, also Blau für Kochsalz, verwendet wird und die farblose Variante verwenden wir für das Kontrastmittel. Dann gehört zum Set die Einmalkompressen steril und einmal Handschuhe. Wir benötigen dann noch einen Kittel für den Untersucher, einen sterilen Kittel für den Untersucher. Dann sind im Set zwei Spritzen enthalten, jeweils mit Lyrlock zur sicheren Applikation der Flüssigkeiten. Die 10 Milliliter Spritze verwenden wir für das Kontrastmittel und die 20 Milliliter Spritze für das Kochsalz. Das ist Hausstandard, das kann natürlich variieren vom jeweiligen Hausstandard. Nicole wird gleich noch zu der Konzentration des Kontrastmittels etwas sagen. Ich möchte noch zwei sterile Foliensysteme zeigen für die Abdeckung der Röntgengeräte. Und zwar gibt es für das Durchleuchtungsgerät halt unterschiedliche Foliensysteme, die steril verpackt sind, mit einem Gummizug, die man also bequem über die Röhren drüber ziehen kann oder auch über die Bedienelemente. Und das Gleiche gibt es auch als Einmalmaterial für die Verwendung von Fernbedienungen. Dann sehen wir hier auf dem Tisch noch das sterilisierte Hochfrequenzkabel. Das ist ein mehrfach zu verwendendes HF-Kabel in Anlehnung an das jeweils verwendete Hochfrequenzchirurgiegerät und das kann autoklaviert werden. In der Wanne kann man die Instrumente dann
sortieren, damit sie nicht herausspringen. Das ist besonders praktisch, wenn man keinen Instrumententisch zur Verfügung hat, der zum Beispiel mit einer hohen Reling arbeitet. Auf dem Tisch dort daneben hat man dann Platz für die Flüssigkeiten, für Kompressen, für Handschuhe oder was man ansonsten noch steril auf dem Tisch richten möchte. Guten Tag, auch von mir ein herzliches Willkommen zum DGA-Livestream, alles rund um die ERCP. Mein Name ist Nicole Jort, ich komme aus dem Krankenhaus Hedwigshöhe und möchte Ihnen den dritten Tisch präsentieren. Mein ERCP-Tisch ist der nachhaltige ERCP-Tisch. Er besteht aus verschiedenen Komponenten. Wir haben hier ein steriles Tuch. Das sterile Tuch ist mit zwei Saugtaschen beklebt worden. Dann ist die vordere Seite einmal eingeschlagen, damit man auch hier eine Halterung hat für zum Beispiel das sterile Kabel. Dann besteht es aus Schüsseln, die auch wieder aufbereitbar sind. Auf der linken Seite haben wir die Schüssel gefüllt mit Kontrastmittel. Beim Kontrastmittel haben wir die Wahl zwischen verschiedenen Stärken. Einmal zur Demonstration Emeron 300, das andere ist Emeron 150. Das heißt, hier haben wir um die Hälfte weniger Jod. Auf der rechten Seite befindet sich unsere Schale mit dem Kochsalz. Wir haben auch auf dem Tisch jeweils Instrumentenklammern, rechts und links zu liegen und sterile Kompressen. Ja, Sie sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Noch einmal, wir haben extra unten eingeblendet, beim letzten Tisch gehören natürlich die Flaschen nicht auf den sterilen Tisch. Das haben wir eher zu Demozwecken jetzt noch dazugestellt, damit Sie gesehen konnten, was in welche Schale gehörte. Aber das gehört natürlich nicht auf den sterilen Tisch. Es gab auch einen kleinen Rüffel, ja, genau. über Twitter, den nehmen wir hier gerne an. Genau. Jetzt war noch eine Frage, die jetzt auch reinkam. Wie lange dauert die Einarbeitung in der ERCP? Das ist sicherlich die Königsdisziplin, würde ich sagen. Auch vom Handling her, von der manuellen Geschicklichkeit. Und 6 Monate Einarbeitungszeit ist, denke ich, zu kurz für die ERCP. Gerade wenn eine Abteilung arbeitet wie der Ihren, da würde ich halt eben schon fast ein Jahr Einarbeitungszeit rechnen, bis man halt wirklich alles vernünftig kann. Also das steht ja der ärztlichen Zeit nicht sehr viel nach, würde ich sagen. Also es gibt am Anfang natürlich eine steile Lernkurve, aber bis man richtig gut ist, ist ein Jahr auch, da muss man schon viel in der ERCP sein. Ja, es geht auch nicht nur, dass man das Händchen halt eben hat, das Handling halt eben besitzt, sondern man muss halt eben auch das Röntgenbild verstehen, die Krankheitsbilder verstehen, das greift natürlich alles ineinander. Ja. Dann war noch eine Frage nach den Drähten. Ja, mit welchem Draht fängt man an? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Es gibt ja heutzutage von verschiedenen Firmen Kombidrähte, die vorne eine weiche Spitze haben. Ich denke, damit kann man in der Mehrzahl der Fälle anfangen. Wenn es wirklich schwierig wird, dann werde ich gerne oldschool und nehme einen Terumo-Draht. Also die Pflege hier schwört auf gebogen. Ab und zu überrede ich Sie, einen geraden zu nehmen fürs Pankreas oder wenn es schwierig wird. Ich habe auf den geraden erst geschworen. Ja. Also sehen Sie, die Meinungen gehen da halt eben auch auseinander. Nein, ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn es mit einem Draht nicht geht, dass man wechselt und nicht zu lange mit mit einer Katheterart oder einer Drahtart das versucht, sondern dünnere oder anders gebogene Drähte können es dann doch oft rausreißen. Ja. So, ich denke, wir können mit dem ersten Fall beginnen, ne? Wenn wir mal die Folie vom ersten Patienten sehen, der ist jung, hat eine Erkrankung, die junge Patienten haben, eher Männer auch, nämlich eine primär sklerosierende Cholangitis. Das ist eine Autoimmunentzündung der Gallenwege. Das kann im Hauptgallengang, aber auch in der Leber sein. In dem Fall ist es so. Und das Therapiekonzept ist da, wenn man Strukturen hat, die dem Patienten Probleme macht, dass man die regelmäßig aufdehnt. Nicht so gut ist Stenting bei dieser Erkrankung im Gegensatz zu anderen gutartigen Strukturen, sondern da hat sich die Ballondilatation durchgesetzt. Und dann hat der Patient aufgrund einer Leberzirrhose auch noch Ösophagusritzen. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man vorbeigeht. Und jetzt hat er wieder Zeichen einer Cholangitis mit Schmerzen und Fieber und einem Bilirubinanstieg. So, wir schalten in den Raum. Hier sind Carsten Ohlhoff und Nils Andersen und der Nils führt Regie. Moin, herzlich willkommen. Neben mir Dr. Ohlhoff, Silke seht ihr im Bildausschnitt.
auf meiner anderen Seite. Wir sind schon bei der Gastroskopie des Patienten dabei. Wenn wir das endoskopische Bild mitzunehmen, ist Dr. Ohlhoff gerade schon im Magen, macht die Inversion. Wir haben das Duodenum schon gesehen, wollten aber, dass Sie auch alle die Varizen noch mal mitsehen können, weswegen wir die Gastroskopie vorweg hier machen. Anschließend machen wir dann die RCP, wenn wir wissen, dass sie nicht legierungswürdig sind. Würdet ihr sonst das sein lassen? Das, es gibt natürlich Fälle, wo man das dann sein lassen muss. Der Patient ist jetzt relativ stabil. Er ist unter antibiotischer Therapie. Das Bilirubin ist nicht weiter gestiegen. Da gäbe es sicherlich eine Situation, in der man sagen muss, wir erzwingen das nicht. Andersrum kann man sie natürlich schlecht ligieren, wenn man sagt, ich muss eventuell notfallmäßig nochmal eine RCP durchführen. Mhm. Nicht? Also irgendwann, da sieht man jetzt einen Ligaturulkus. Die letzte Ligatur war ja Anfang Mai. Sieht aber alles relativ reizlos aus. Also kein Hindernis für die RCP? Kein Hindernis. Gut. Es gibt ja durchaus auch Kliniken, die routinemäßig immer noch vor der ERCP eine ÖGD machen, wenn sie den Patienten vorher nicht gekannt haben. Das wird auch immer noch wieder berichtet. Also bei Leberzirrhose mit Varizenverdacht, sagen wir mal, oder überhaupt bei Leberzirrhose ist das wahrscheinlich zu empfehlen, sonst glaube ich nicht regulär. Und wir haben noch eine Frage jetzt hier auch reinbekommen. Zur Sondierung, ist das drahtgeführte Papillotom zur ersten Sondierung zu empfehlen? Wie machen Sie es? Wir haben zunächst mit dem Katheter angefangen. Ah ja. Wir fangen mit dem Papillotom an. Auch da gilt wieder nicht auf was beharren. Wenn es mit dem Papillotom nicht geht, ist oft erstaunlich, wie gut es mit so einem dünnen, zugespitzten Katheter geht. Also ein paar Mal probieren und dann geht es weiter. Es gibt ja in den USA zum Beispiel, gibt es ja sogar Begrenzungen in Studien, was eine schwierige ERCP ist, dass man nach 5 Mal muss man dann aufhören und was anders machen. Also so streng haben wir es nicht, aber nicht zu lang drauf rumhacken auf dem Einzelnen. Es macht sicherlich Sinn, wenn ein unerfahrener Untersucher anfängt, halt eben Schwierigkeiten zu bekommen, dass man relativ zügig dann halt eben auch den erfahrenen Ober- oder Chefarzt halt eben dazu holt. Und auch von Seiten der Assistenz nicht zu lange wartet, bis man dann zum Telefon greift. Ja, auch das ist... Lass mich noch. Ja, ich rufe jetzt an. Deswegen gibt es ja auf 2 im Raum, da kann einer dann in Ruhe anrufen. Das stimmt. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie weit ihr seid. Der blaue Deckel. Wir haben schon das Endoskop gewechselt in der Zwischenzeit. Und ich habe hier eins mit einer Besonderheit. Das TJF 190V von Olympus hat vorne diese Distalkappe, die so weißlich erscheint, hier nicht. Und das ist tatsächlich eine, die man nach dem Gebrauch entsorgen kann, um dem Hygieneaspekt hier dann auch richtig Rechnung zu tragen. Ich habe solche auch einzeln verpackt, dann hier noch. Die kann ich Ihnen jetzt auch gleich nochmal zeigen, aber tatsächlich ist es so, einfach draufgesteckt, einfach abgenommen und dann in den Müll geschmissen. Hier habe ich gerade zugereicht bekommen, nochmal, so sind sie dann einzeln verpackt zu dem Gerät. Ich gebe das dann jetzt schon mal an Herrn Dr. Ohlhoff weiter. Das ist eine schöne Sache. Man braucht die nicht mehr aufbereiten an die Distalkappen für das Duodenoskop. Eine saubere, feine Sache. Ja, das hatten wir jetzt halt auch die, das ist sicherlich auch den Infektionen, auf diese Infektionen zurückzuführen, die seit 2000 berichtet werden, wo halt Duodenoskope auch verwendet wurden mit fixiertem Distalende, wo es jetzt von vielen Firmen Verbesserungen hingibt Richtung Einmalkappen und Veränderungen halt eben auch im Design. Da geben wir später nochmal einen kleinen Überblick, das ist ein ganz heißes Thema. Und vielleicht machen wir im Jahr sogar einen eigenen Stream dazu, was da alles kommt. Aber jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen auf das, was passiert. Wo seid ihr? So, wir sind jetzt schon im duodenalen C. Dort haben wir die Papilla duodeni major schon vor uns.
Ich habe hier schon ein Papillotom vorgeladen mit einem 32er gebogenen Terumo. Wie Sie ja ganz richtig schon sagten, Herr Professor, schwören wir hier von der Pflege auf den gebogenen Terumo. Und nicht nur von der Pflege. Was gleich der Vorteil ist hierbei, und das demonstrieren wir Ihnen im endoskopischen Bild und hier an meiner Handhabung. Sobald das Papillotom vorne ist, kann man das dann schön sehen. Das endoskopische, genau. Und meine Finger dazu bitte noch. So, jetzt mal Stopp, Entschuldigung. Wie geht das jetzt da drin, da draußen? Könnt ihr das nochmal ganz genau... Genau, da wollen wir jetzt drauf eingehen. Herr Ohlhoff und ich haben uns darauf geeinigt, dass der Draht ein Stückchen weit nach vorne geht. Die Papille ist schon vorgeschnitten. Und er wird dann das Papillotom da... Wäre das genauso, wenn die Papille noch nativ wäre, das heißt nicht bearbeitet? Das würde ja, auch ganz so genauso. Ja? Ja. Also man benutzt den Draht als verlängerten, zugespitzten Arm des Katheters oder Papillotoms. Genau. Ja, und weswegen wir den gebogenen Draht nehmen, ist die Manövrierfähigkeit. Das ist auch das, was wir hier dann üben. Man kann ihn nach links oder nach rechts drehen und das alles mit feinen Bewegungen. Ich sage gerne, wenn ich dann bei der Einarbeitung bin, als würde man ein gutes Steak würzen, ne? Mit feinen Bewegungen dann der Hände, des Daumens und des Zeigefingers. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir da auch jetzt auch gut reinkommen. Also das mit dem Steak müssen Sie mir da nochmal genau erklären. Das können wir bei einem Steak ja vielleicht machen, ja. Wie ich das dann aus der Hand würze. Ja, warte mal. Könnt ihr uns nochmal sagen, wo was ist jetzt an der Papille? Die ist schon vorbearbeitet. Genau. Wenn man jetzt das Pankreas bräuchte, ist das da unten oder? Das wäre wahrscheinlich hier unten anzusetzen, genau. Also, ja. Und, also, machen wir ein bisschen raus, genau. Ja. Das wäre hier unten anzusetzen und weiter oben, wahrscheinlich schon bis hier an den Rand geschnitten, dann der Zugang zum Gallengang. Die Papille ist so ein bisschen verzogen, so leicht, kann man sich einreden, wegen der bekannten Atrophie des rechten Leberlappens. Mal gucken. Draht ein bisschen zurück. Jawohl. Noch ein bisschen. Yep. Ja, Draht darf nicht zu weit rausgucken. Ne? Das ist immer so ein Fingerspitzengefühl. Und er bewegt sich ja teilweise halt eben auch, je nachdem, wie der Albaran halt eben angehoben wird. Mhm. Ne? Und Nils, du korrigierst automatisch nach. Ne? Ich korrigiere automatisch nach, aber man hört es vielleicht auch, wir sprechen immer dann auch über die Position. Manchmal im Moment ja. Will Dr. Ohlhoff dann immer mal was anderes haben oder ich sage ihm, wenn wir weiter oben sind, dann auch manchmal, wie ich gerne das Papillotom dann hätte, ein Stück weiter runter oder rauf. Aber an und für sich im Moment korrigiere ich dann immer mal automatisch nach. Ich glaube, das sieht man an meinen Fingern ganz gut. So. Wenn nicht, müsst ihr mir das nochmal sagen. Drin. Ja. Und jetzt Röntgen, oder? Ja. Genau, jetzt nehmen wir das Röntgen am besten dazu. Nochmal ein bisschen einblenden, bitte. Ich gehe so weit vor, wie ich damit komme. Dann Kultur, bitte. Ja. Also wir haben noch ein paar Fragen bekommen. Erstens haben wir vergessen, Dr. Groth vorzustellen, den man im Hintergrund erkennt. Ich kann auch gar nicht sagen, das ist der mit der Brille, weil Nils hat auch eine. Und dann die Frage an das Untersuchungsteam, wer ist schon wie lange dabei? Alle sehr lange, sonst würden wir uns nicht vor den Livestream trauen. Ja, das sieht gut aus. Das ist wunderbar. Das langt doch. Ja, also Silke Bichel hat Jahrzehnte Erfahrung, Nils ähnlich und bei den Ärzten müssen Sie. Ich habe hier die Gallikultur nochmal, wenn wir darauf zoomen wollen. Warum nehmt ihr jetzt Kultur ab bei den Patienten? Also erstens, er stellt sich ja auch schon mit Fieber vor. Das ist aber eigentlich Teil unserer Routine bei jedem PSC-Patienten. Die können ja durchaus auch mal Problemkeime haben, die
zu dem Zeitpunkt der Untersuchung vielleicht klinisch noch nicht relevant sind, also nicht zu Symptomen führen, aber dann in jüngster oder in nächster Zukunft. Und dann ist es natürlich gut zu wissen, was da für Keime sich in dieser Galle befinden. Ne? Denn diese Infektionen sind ja Teil der Probleme, der Komplikationen bei der PSC. Ja. Gut, okay. Dann lass uns mal weitermachen. Dann. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, wir gehen gerade mit dem Papillotom hoch, wenn das Röntgenbild einmal groß gezeigt wird. Da sieht man die Spitze des Papillotoms leicht konisch ein Stück weit oben. Der Draht kräuselt sich da etwa 2 Zentimeter dann über auf. Und als nächstes habe ich schon beinahe automatisch das Kontrastmittel vorgeladen. Genau. Denn ich soll jetzt wahrscheinlich kontrastieren, oder? Genau. Was ich dabei machen werde, ist, ich werde das Papillotom bewegen und zwar erstmal auch hinunter in Richtung der Papille, um mal zu schauen, was mit dem DHC los ist. Wir wissen ja, dass es auch extrahepatisch die Manifestation gab. Ne? Du hast vorher aspiriert, Nils? Ja, wir hatten ja die Gallekultur davor. Genau, dass ihr keine Luft mehr drin habt. Ne? Normalerweise, ja. Das wird man wahrscheinlich, kommt langsam, wird man wahrscheinlich später sehen. Sobald ich eine Spritze ansetze, ziehe ich immer noch mal etwas zurück, um etwaige Luft aus den Kanälen herauszuziehen. Stop. Das funktioniert ganz klasse, da gibt es dann auch keine Pseudosteine bei der Kontrastierung durch Luftblasen. Gut. Wie liegt der Patient denn? Auf dem Bauch. Warum? Ich habe in Linksseitenlage gelernt, das genaue Warum gebe ich mal an. Es gibt eine bessere Differenzierung zwischen Pankreasgang und Gallengang. Und wir können auch letztendlich, was die Lage der Leber angeht, bessere Angaben dann intrahepatisch machen, wenn es um Segmentzuordnung und Ähnliches geht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn es um die Anatomie in der Leber geht, ist die Linksseitenlage schwierig bis nutzlos. Genau. Kannst du einmal noch ein bisschen aufmachen, dass wir oben nochmal intrahepatisch gucken? Wir werden jetzt. Papillotom ist gebrochen, wir müssen es austauschen. Ich habe vorher gerade gepredigt, dass man ganz unten auch noch darstellen soll. Ich kann nichts. Genau, das hatten wir eben hier. Ich hatte das Papillotom bis weit vor die Papille oder nah an die Papille rangezogen, weit runtergezogen. Reicht dir das so? Wir können das sonst auch gleich nochmal. Wir haben gerade ein bisschen ein Problem mit dem Papillotom. Was ist der Ansatz zum Einspritzen ist gebrochen, sodass ich. Jetzt ständig entweder Carsten treffe oder mich. Oh nee, das ist nicht schön. Aber können wir wechseln auf... Wir können auf einen steifen Draht wechseln. Ja. Einmal den Physiglight bitte. Also das war jetzt ein Terumor zum Sondieren. Genau, 32er gebogen. Muss das sein? Muss das sein? Das ist eine Religionsfrage, Chef. Einige würden jetzt auf jeden Fall sagen nein. Aber da das hier eine PSC ist, wo... wir ja auch noch intrahepatisch links und rechts einige Sachen erreichen wollten, haben wir uns dann geeinigt, dass wir sofort mit dem Terumo anfangen. Das ist auch eine Kostenfrage, ne? Letztendlich müssen wir aber auch überlegen, also ich kann ja vielleicht mal erzählen, bei uns, da gibt es sicherlich unterschiedliche Standards. Bei uns in der Abteilung ist es so, dass wir standardmäßig mit einem Papillotom und einem festen Draht in 25er starten. Der hat ja die neueren Drähte haben ja alle eine Terumo-Spitze und mit der kann man also auch schon eine wesentlich bessere Kanülierung hinbekommen. Aber auch bei uns machen wir immer wieder die Erfahrung, dass im Zweifel mit dem in einer schwierigen Situation der Terumo-Draht einem doch noch dann in den Gang verhilft. Ja, geh schon mal rein. Ich komme mit dem Draht hinterher. Sie haben jetzt hier Silke und Nils als Assistenz. Darf ich dir mal das Draht bitte? In vielen Abteilungen aufgrund des Personalmangels ein Luxus, aber bei der ERCP denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man praktisch einen Springer dabei hat als Assistenz, der einem die entsprechenden Sachen anreicht, zureicht, Hilfestellungen gibt. Dass man wirklich mit 4 Händen arbeiten kann und halt eben auch unter den Keimarmen Kautelen halt weiter arbeiten kann. Ja, der Springer kann
Sachen halt eben aufreißen, anreichen und halt eben auch Hilfestellung geben, wie Sie jetzt hier gerade sehen, wie die beiden jetzt hier schön Hand in Hand arbeiten. Also es ist durchaus kein Luxus, sondern meines Erachtens ein absolutes Muss, dass man vernünftig Personal, gerade in der ERCP, halt eben dabei hat. Absolut. Was habt ihr jetzt gemacht? Alles neu? Oder? Wir haben uns dazu entschieden, dann direkt alles neu zu machen, da die Papille ja schon weit offen ist. Also haben wir jetzt ein neues Papillotom genommen und fangen von vorne dann quasi nochmal an. Ja. Genau, das passiert auch öfter, wenn der Draht zu tief abbiegt, ist man in der Gallenblase. Ich gehe nochmal ein Stück. Ich gehe zurück. Ja. Was macht ihr jetzt? Erklärt uns mal. Ich habe Carsten gerade gesagt, er möchte das Papillotom ein Stück zurückziehen, damit ich noch wieder ein bisschen mehr Spiel bekomme, um am Draht zu drehen. Ja. Und jetzt bist du oben. Gut. Mit Erfolg. Pflege führt Regie. Komm mal hinterher. In all den Jahren, die ich ERCP mache und auch als ich es gelernt habe, habe ich gelernt, dass es essentiell ist, mit seinem Untersucher zu reden. Ich mache das schon immer eigentlich, dass ich jede Kleinigkeit dann nach drüben weitergebe und erwarte das auch umgekehrt. Das läuft gut für uns. Ne? Wobei er viele Sachen schon sehr automatisiert macht, ehrlich gesagt. Ich komme da mal hinterher, heißt natürlich für Nils, er muss in dem Moment den Draht unter Spannung halten, dass der Untersucher wirklich halt eben auch dann das Instrument über den gespannten Draht halt eben hochschieben kann. Stopp. Aber das begründet natürlich auch gerade nochmal wieder, oder das zeigt nochmal, wie wichtig dieses gute Zusammenspiel zwischen Assistenz und Untersucher ist. Ich finde, bei der ERCP wird das Team, also das Wirken im Team in der Endoskopie ganz besonders deutlich und auch nochmal zum Eingang. Diese Untersuchung gehört einfach in die Hände einer erfahrenen Mannschaft, finde ich persönlich. Absolut. Dr. Ohlhoff wollte gerade noch weiter dem Draht hinterher und das ist dann genauso wie es Frau Ballenhoff sagte. Ich habe den Draht dann gezogen ein bisschen so, dass mehr Spannung entsteht und er theoretisch weiter hinterkommt, aber es scheint da oben doch eine Stenose zu geben, eine schwere. Was ich dann noch gemacht habe, wenn man auf die Hände nochmal gehen kann, er zog ja dann zurück, würdest du nochmal ziehen gerade, er zog ja zurück, um zu kontrastieren, das heißt, ich griff um und schob den Draht weiter mit der rechten Hand und kontrastierte dann mit dem Zeigefinger der linken und habe das Papillotom praktisch im Arm. So bleibt der Draht an der Stelle, wo er sein soll. Und ich kann währenddessen kontrastieren. Geht bestimmt auch einfacher, aber so mache ich das in aller Regel. So, was ist der nächste Schritt? Sieht elegant aus. Ich glaube, wir müssen versuchen, nochmal. Es ist zwischendurch eine Frage reingekommen. Wohin? Zurück noch und Draht und gucken, ob wir weiter nach links machen. Alles klar. Ja. Ist für einen Instrumentenwechsel die Papille dann nicht zu sehr angeschwollen? Wir haben ja an der Papille selber noch nicht viel manipuliert bis jetzt. Die ist vorgeschnitten und sieht jetzt an dieser Stelle ja auch ganz reizfrei aus, wenn man sich das Bild anguckt. Genau, also das ist das Wesentliche. Ich glaube, bei einer frischen Papille wird man nicht einfach so locker mal alles rausziehen und wieder von vorne anfangen, sondern wird ein Draht liegen lassen. Ne? Das ist eine ganz wichtige Message. Also nicht, wir wollen nicht sagen, das einfach Draht raus bei der frischen Papille. Ich denke, der Draht ist wirklich der Sicherheitsgurt. Absolut. Ne? Ja. Was macht ihr jetzt? Im Moment wollen wir noch weiter ins linke Lebersegment und ich versuche hier durch meine Drehmanöver dann etwas zu erreichen, etwas zu spüren, wo es weitergehen kann. Könnte, zum Beispiel hier, ich komm mal hinterher und wir leicht mal aufgeschoben Kontrast. Vorne mit einer Schlaufe, ja gerne. Komm hinterher und kommst ein bisschen Kontrast, ja. Okay. Und da müssen wir dann wahrscheinlich sowieso hin. Ja. So, ja. Noch ein Stück? Oder was? Reicht das, ein bisschen Kontrast. Wunderbar, Kontrast kommt. Wieder dieser
abgebrochene Baum. Ja. Also man muss natürlich, wenn ich einen Einwand machen darf, sagen, dass da das natürlich sehr gut nach unten abfließt und man vielleicht gar nicht so viel Druck da oben aufbringt, das alles anzuspritzen, oder? Ist richtig. Es ist immer wieder ganz schnell weg. Das stimmt. Ja. Hier sieht man es auch wieder. Ja. Macht das dann manchmal Sinn, mit dem Ballon unten zu blocken und dann? Also wenn es sein muss, mit dem Ballon blocken. Noch besser ist, wenn man eine andere Bildgebung hat und weiß, ob die intrahepatischen Gänge dilatiert sind. Genau, deshalb bin ich so ein bisschen in Richtung links unterwegs. Wir kennen ein MR vom April und da sind linksseitig mäßig gestaute Gallenwege. Rechtsseitig ist die Leber atroph. Mhm. Funktionell können wir da nicht viel gewinnen. Allerdings muss man sagen, wir sind hier ja auch auf der Suche nach einem Infektfokus, der durchaus auch im atrophen Leberlappen liegen kann. Das heißt, wenn wir was drainieren müssen, was in irgendeiner Weise einen Infektfokus darstellt, dann könnte das auch rechts liegen. Es ist allerdings nicht die erste Untersuchung, wo sich rechtsseitig schon initial gar nichts darstellt erstmal. Und was ich eben gesehen habe, war, dass es Richtung 4 auch ging, so steil hoch der Draht, hatte ich so den Eindruck. Hier. Ja. Aber es schlägt immer wieder auch nach links dann. Ne? Ja. Vielleicht kannst du ja hinten mal ein Stück hinterkommen und dann. Also auch da waren jetzt zwei wichtige Messages drin. Erstens ist immer gut, wenn man schon weiß, wie es ungefähr aussieht. Das heißt, wenn die rechte Seite verschrumpelt ist, muss man nicht ewig schauen, ob man da hinkommt. Und offenbar ist links was los. Das Ziel ist ja, und das ist der zweite Punkt, dass man Engstellen aufdehnt. Genau. Aber da kommst du nicht. Möglicherweise seid ihr gerade an der Engstelle jetzt hier, oder? Ja, ich schaue mal, ob ich hinterherkomme. Das kann man dann ja auch sehen. Dann sprechen wir miteinander. Nils sagte gerade, guck mal, ob du hinterherkommst. Ja, aber mal gucken. Jetzt? Ja. Na, wer sagt's denn? Ja. Ich ziehe dann immer periodisch am Draht, während Dr. Olof vorschiebt. Also ich denke schon, dass man überlegen kann, hier mal mit einem 4 mm Ballon ranzugehen und zumindest nochmal bis runter an den DHC mit dem 4 mm Ballon zu gehen, weil wir liegen jetzt hier drin ganz gut mit dem Draht, wir müssen noch ein Wechseldraht nochmal gehen. Nochmal hier kontrastieren, oder? Nee, nichts, gut. Nichts ganz, wir machen jetzt erstmal Drahtwechsel. Ich achte dabei darauf, dass er tief genug mit seinem Papillotom oder mit seinem Katheter in der Leber ist, an der Engstelle vorbei, die wir überbrücken wollten, und zieht dann nach Absprache, Drahtwechsel ist da das Kommando, den Draht raus. Dann hat er noch eine Sekunde Zeit zu sagen, nein oder doch. Ist natürlich sehr kurz. Ja, aber so lange braucht man da nicht überlegen, hoffe ich. Ja, du wechselst jetzt einfach den Draht, damit du einen stabileren Draht hast, genau, über den du auch praktisch arbeiten kannst und mehr Druck nochmal aufbauen kannst. Genau, wir wechseln auf einen mit einer Stahlseele und vorne einer flexiblen Spitze. Schiebt sie war jetzt das Kommando. Mhm. Okay. Was heißt das für mich? Ich schiebe den Draht rein in der Frequenz, wie Dr. Olof das Papillotom herauszieht. Muss das Röntgen dabei zwingend an sein oder macht ihr das so? Theoretisch muss es nicht an sein. Also, vor allem nicht, wenn wir den Draht dort im endoskopischen Bild sehen, ja, nicht? Genau. Und den Hebel dann geklemmt haben. Also die Markierungen auf den Drähten helfen doch sehr, auch die Position zu korrigieren. Ne? Beziehungsweise zu sehen, ob der Draht zurückrutscht oder reinläuft. Also das wird jetzt relativ sportlich hier, weil wir doch einen relativ engen Winkel haben, in den das nach links geht. Warum ist das kurzer? Müssen wir auch wieder ganz gemeinsam machen. Also ihr geht jetzt da oben an der Kurve von der Engstelle kurzer aus. Draht. Genau. Und gibt es noch weitere Engstellen unterhalb des Hilos? Oder? Ja, ich würde definitiv ein bisschen weiter runtergehen. Man sieht ja so bis auf Höhe der Gallenblase doch, dass da auch sich zumindest relativ gesehen das Ganze verjüngt. Müssen wir schauen, inwieweit dann 4 mm Ballon, der finde ich ausreichend ist, intrahepatisch da oben, inwieweit der da noch einen Unterschied macht. Aber auf jeden Fall wird der noch ein bisschen tiefer gezogen und mehrfach dilatiert jetzt entlang des Drahtes. Wir haben hier, ich kann jetzt nicht wie gewohnt Dr. Olof helfen, weil
wir hier einen Ballon mit Kurzdrahtsystem haben. Da hält er den Draht hier dann mit dem Finger noch fest und bewegt das Instrument für sich selber. Ich bin bei der Sache eigentlich jetzt obsolet. Naja, nicht ganz, weil ich brauche dich gleich hier an dem Draht ein bisschen. Oh, aber gerne. Ja, weil wenn wir hier um diese Kurve kommen gleich, dann ist es ganz wichtig, den Draht wirklich zu spannen und mit so viel Gefühl zu spannen, dass er nicht... Ah ja, jetzt haben wir den Salat. Ja, das bisschen, geht schon. Das ist die Tirumo-Spitze, ja. Okay. Komm jetzt mal. Jo. So. Vorsicht. Okay, warte, stopp. Jo. Zieh mal wieder. Jo. Ballon? Nee, in den Situationen muss man Ruhe bewahren, miteinander reden. Ich nehme. So, und korrigiert. Gut. Herrlich. So. Warte mal, dann halte ich nochmal eben kurz den Draht so. Brauch dich gleich. Und ihr guckt ab und zu aufs Röntgen, ob der Draht da noch ist, ja, ne? Ja, genau. Ja. So. Also jetzt ein bisschen umgeschlagen, aber er ist noch, zumindest sollte er uns in die Richtung leiten. Wir müssen schauen, ob das reicht. So. Nee, das klappt so nicht. Nee, klappt nicht, ne? Nee. Schade eigentlich. Ich hätte sonst hier einen langen Draht. Nee, wir machen es anders. Was, dann nehmen wir einen 7-Fremdsteller-Tato und gucken, ob wir den rübergeben. Und dann gut. Ja, warte mal, ich gehe ein bisschen zurück. Ja. Ja, okay. So, dieselbe Kurve, die uns vorhin schon mit dem Papillotom Schwierigkeiten bereitet hat, bereitet uns jetzt mit dem relativ rigiden Ballon. Ja, es war, auch muss man Probleme. Sagen, leider absehbar. Und ich würde gerne dann doch nochmal einmal die Stelle neu sondieren. Und wir machen es mit dem Dilatator dann. Ja, also ganz raus alles. Direkt mit dem Dilatator sondieren? Nein, mit dem Papillotom. Nochmal mit dem Papillotom, alles klar. Wir könnten zum Beispiel jetzt zum zweiten Fall gehen. Euer Plan ist ja klar. Ihr wollt da nochmal auf die linke Seite rüber und das dann nach unten durchdilatieren. So ist es. Ja. Vielleicht sogar an der Papille unten nochmal. Die Frage ist ja auch immer, fließt es nach unten ab? Genau, also die Papille, also man muss natürlich sagen, das Kontrastmittel stand am längsten eigentlich im DHC. Ne? Eben. Und insofern wird die Papille sicherlich auch nochmal und der gesamte DHC auch nochmal behandelt. Jetzt ist es so ein bisschen die Frage, inwieweit wir noch nach links kommen. Mit dem Wissen um die gestauten oder nur mäßig, aber immerhin dort gestauten Wege aus dem MR. Genau, das heißt, ihr fangt ja jetzt nochmal an, das haben wir schon gesehen. Ja. Dann würden wir jetzt tatsächlich zum nächsten Fall weitergehen und nochmal zu euch kommen. Jo. Wir haben zwischendurch irgendwann nochmal eine Frage zu beantworten nach der Post-RCP-Pankreatitis, aber... Die können wir jetzt vielleicht doch nochmal... einspielen. Ja, sollen wir das machen? Gut. Ja, dann also, können wir in der Zwischenzeit dann machen wir nochmal die Einspielung ganz kurz, bevor es in Raum 2 weitergeht. Die Risiken der RCP. Also es gibt 10 Risiken, davon ist 1 bis 7 die akute Pankreatitis. Mhm. Nach der RCP, die ist auch schwer zu beeinflussen, beziehungsweise sie hängt einmal von der Empfindlichkeit des Pankreas ab. Und natürlich zum Zweiten an der Manipulation, das heißt, wie oft man an der Papille arbeitet, wie oft man den Pankreasgang anspritzt, wie oft man ihn kanuliert und so weiter. Also diese beiden Faktoren spielen zusammen. Das ist die sogenannte PEP, die Post-ERCP-Pankreatitis. Das ist das, wovor man am meisten Angst haben muss. Weil das manifestiert sich dann am nächsten Tag und nimmt oft einen eigengesetzlichen Verlauf und dann läuft man hinterher. Deswegen gibt es, auch wenn ich persönlich da nicht so ganz so sicher bin, weil es fast an ein Wunder grenzt, gibt es die Möglichkeit, vorher ein Zäpfchen zu geben, also nonsteroidale Antiphlogistika, Voltaren zum Beispiel oder Indometazin. Und das soll das Risiko der Pankreatitis senken und steht zum Teil auch in den Leitlinien. Wenn es ganz schwierig ist und man oft in den Pankreasgang kommt, gibt es auch die Empfehlung, da einen kleinen Stent reinzulegen, um das Pankreas zu schützen. Das sind derzeit die beiden Maßnahmen, die man da ventiliert.
Was ist die Idee dahinter, dass der Sphinkter sich entspannt? Dass der Pankreasgang abfließt, weil man natürlich hier manipuliert und gleichzeitig beide Abflüsse verstopft. Und dann gibt es die weiteren Risiken, hängen sehr damit zusammen, dass man eine Papillotomie macht, nämlich Blutung und Perforation. Man kann auch mit dem Draht mal durch den Gallengang perforieren. Das ist meistens ohne Folgen, gelegentlich passiert da was. Es kann zu Cholangitis und Sepsis kommen. Deswegen soll man bei Patienten, die schon vorher eine Infektion haben, nicht mit voller Pulle das Kontrastmittel rein spritzen. Und dann gibt es noch was Interessantes, aber ich glaube, da müssen wir fast eine eigene Sendung machen. Ich habe vorher gesagt, ich war gerade bei den Amerikanern, die sind völlig außer Rand und Band. Es wurden in Amerika, aber auch in Holland ein paar Infektionen durch Duodenoskope dokumentiert. Deswegen rollt jetzt eine Welle von einmal Duodenoskopen und allem Möglichen auf uns zu. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was... Ich denke, das behandeln wir wirklich jetzt im eigenen Fall. Bisher sehen wir noch in Deutschland und halt eben auch in Europa ein Statement, dass wir sagen, es wird nicht sterilisiert. Vor dem Hintergrund nur saubere Endoskope können sterilisiert werden. Und wenn ich halt, das ist meine Überzeugung, der kritische Punkt ist die Reinigung. Ja. Das wird auch immer wieder gesagt, aber gut, vielleicht ist das wirklich ein eigenes Thema, wenn diese Geräte mal auf dem Markt sind. Aber nur, das, um Ihnen zu hinterlassen, das wird noch auf uns zurollen, dieses Thema. Aber jetzt tatsächlich zum... Wir haben noch einen Einspieler vorbereitet zur Lagerung. Mhm. Das können wir machen, dann sollte der Raum dann auch soweit sein. Ich möchte Ihnen drei Lagerungstechniken für die ERCP vorstellen. Das eine ist die Linksseitenlagerung mit dem Arm nach vorne. Das zweite ist die Linksseitenlagerung mit dem ausgelagerten Arm nach hinten. Und das dritte wird die komplette Bauchlagerung sein. Beginnen möchte ich bei der Lagerung, Ihnen die Kopflagerung zu demonstrieren. Hier haben wir ein speziell für die ERCP konzipiertes Kissen mit einer Mulde, abgesenktem vorderen Teil, damit wir gut an den Mund des Patienten kommen. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Ohrpartie frei liegt, dass das Ohr frei ist und wir bei der Linksseitenlagerung den linken Arm auch in einer Position haben, wo wir gut arbeiten können, weil dort ist unsere Flexhülle befestigt und wir können zusätzlich durch einen Moltex noch unseren Arm fixieren. Ja, der Patient arbeitet gut mit. Und so haben wir eine stabile Lage des linken Arms. Bei der Linksseitenlagerung ist zu beachten, dass wir den rechten Arm gut auslagern, damit es nicht zu einer Schädigung der Bänder kommt. Und wir haben hier eine extra vorbereitete Schale, die man individuell auch montieren kann. Im Rückenbereich des Patienten haben wir eine Schale montiert mit einem Kissen davor, gleichzeitig Kippschutz und Polsterung für den Patienten. Zur Sicherung der Hüft- und der Knieregion verwenden wir einen Sicherheitsgurt. Den schlagen wir um den Patienten rum und somit ist der Patient auf dem Untersuchungstisch gut fixiert. Darüber informieren wir natürlich den Patienten und bitten um sein Einverständnis. Die Knieregion haben wir einmal noch unterpolstert, damit Knie und Hüfte eine Ebene bilden. Bei der letzten Lagerung ist es eine Kombinationslagerung aus Linksseitenlage und der kompletten Bauchlagerung. Hierbei ist besonders der linke Arm zu beachten, der in einer Schale fixiert ist. Der knöcherne Anteil des Ellbogens liegt noch auf der Matte und ist somit gut befestigt und geschützt vor eventuellen Druckstellen. Die Untersucherin oder der Untersucher ist jetzt an der Papille angekommen und wünscht die komplette Bauchlagerung. In diesem Fall sind wir gut vorbereitet. Wir können einfach unser Stabilisationskissen wegnehmen und der Patient fällt schon in die komplette Bauchlagerung. Und somit erleichtern wir dem Untersucher den Zugang zur Papille. Das war natürlich jetzt kein echter Patient, sondern wir haben Mitarbeiter hier aus dem Klinikum gewinnen können, einmal Patienten zu spielen. Aber ich denke, das war jetzt eine schöne Demonstration. So, wir können jetzt mal die nächste Folie einblenden. War kein echter Patient. Ja. Nein, wird zu Recht angemerkt, wir sollten ihm danken. Das war unser Mitarbeiter Ted Bischoff, der uns auch elektronisch immer unterstützt. Und wir können Ihnen versichern, er wurde nicht ERZipiert. Genau. Aber jetzt stellen Sie den zweiten Fall nochmal vor, ne?
Jetzt haben wir einen Patienten mit einem Tumor, 59 Jahre. Er hat keinen Gallengangstumor im engen Sinn, sondern ein Leberkarzinom, ein hepatocellulares Karzinom, was nicht operabel ist, mit Leberzirrhose und Pforta-Aderthrombose, also ein ganz schwieriger Fall. Hat schon eine radiologische Behandlung des Tumors bekommen, braucht aber trotzdem Stents, weil der Tumor auf die Gallenwege drückt. Und jetzt kommt es zu einem Stentwechsel und wir schalten in den Raum. Ja. Dr. Becker ist hier. Genau. Nicole Jord und Petra Holzke-Hasselbach. So, ihr seid live. Übernimmt mal. Ja, schönen guten Abend. Ich habe das Vergnügen, wir haben Besuch hier in der Endoskopie. Schwester Nicole aus Berlin und Schwester Petra aus Kiel, die mit mir diesen Fall hier bearbeiten werden. Es ist hier ein bisschen eine besondere Situation, weil wir hier zu Gast, das außerdem noch in der Radiologie sind und vorhin dann genau überlegen mussten, was wir alles hier mitnehmen an Material, damit wir jetzt hier zügig durcharbeiten können. Wir haben alles dabei. Was ist denn alles? Ja, das ist ja immer die Frage. Wir haben verschiedene Drähte, wir haben Stents, Dilatationskatheter. Eine Schlinge zum Beispiel. Ach, Petra, möchtest du noch mal sagen? Wir haben eine Schlinge, wir wollen ja die Prothesen entfernen. Und mit der Schlinge können wir vielleicht beide gleichzeitig entfernen. Wir haben die Fasszange, falls wir einzeln entfernen müssen. Wir haben das neue Kathetersystem, damit wir neu nachher die Prothesen legen können. Verschiedene Prothesen mit Doppelpigtail und einfach. Und so, wir wollen jetzt starten, ne? Ja, also es geht ja darum, hier einen beidseitigen Stentwechsel durchzuführen. Schwester Petra hat gesagt, ja, das geht doch eigentlich ganz schnell. Also, naja, wollen wir mal sehen. Also der Patient ist nicht so ganz ohne. Der hat ja auch eine Leberzirrhose und ich habe eben beim Reingehen auch festgestellt, dass die Varizen, die schon mal behandelt waren, hier wieder ganz deutlich sind. Ich glaube, also das kann man gut sehen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir Resistenz ziehen. Wenn es anfängt zu bluten, dann müssen wir da hier eine Gummibandligatur draus machen aus der ERCP. Würde es denn Sinn machen, die Stents da mal im Magen liegen zu lassen? Und erst am Schluss? Machen. Bis zum Ende der Untersuchung. Ja. Ja. Mhm. Das ist eine gute Idee. So, dann wollen wir da mal hin zur Papille. Wie ist denn hier die Lage des Patienten? Der liegt in Bauchlage, wie der andere Patient auch. Und ja, hier fließt reichlich Galle. Das Billy ist jetzt so seit der letzten Untersuchung konstant angestiegen. Das war eigentlich fast normal und ist jetzt bei 4. Der Patient bemerkt davon nichts, hat kein Fieber und naja, ein bisschen ekterisch ist er schon. Und wir müssen gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob das Leerbild, die Leeraufnahme schon zu sehen ist. Nein, noch nicht. Röntgen bitte. Einmal fotografiert, wie die Stents liegen. Wir werden die also rausziehen und dann müssen wir mal gucken, ob die jetzt wirklich so optimal noch liegen und ob wir da eventuell was verbessern können. Das ist also hier ein Doppelpigtail mit 7 French, meine ich, und ein 10 French, 10 cm gerader Stent. So, die ziehen wir jetzt mal raus, dann nehmen wir doch die Fasszange bitte. Die Fasszange. Warum nicht die Schlinge? Wir haben alles vorbereitet, wir hatten Schlinge vorbereitet, wir haben die Fasszange vorbereitet. Der eine hat sich da auch schon so ein bisschen reingegraben, auch nicht so schön. Oh. Also das müssen wir verbessern hier. So, die Fasszange habe ich jetzt. Der ist ja richtig in der Wand drin, ne? Ja. Scheint also aber nicht zu stören klinisch. Ist alles nicht so gut, das müssen wir besser hinkriegen. Deswegen hat die Schlinge wahrscheinlich auch keinen Sinn. Jetzt, wo wir die jetzt gerade im Magen ja ablegen wollen, ist das einfacher mit der Zange. Sonst, ja, auf. Ist geöffnet. Sonst kriege ich die nicht aus der Schlinge raus im Magen. Dann nehme ich sie lieber einzeln. Oder die Auswahl hier, mach mal zu. Ja, kommt. Ist geschlossen. Ja, mal sehen, ob ich den so richtig habe. Ja. Ich fühle, es ist gut. Ja? Ja. Es ist schon raus. Gefühl ist mal ganz wichtig. So. Ja. Das hört man als Endoskopiker mindestens einmal am Tag gerne, wenn Sie fühlen, dass es gut ist.
So, sie legen jetzt abwerfen. Den Magen ab. Ne? Ja. Ansonsten ist es mit der Fasszange teilweise auch schwierig, wirklich dann die Passage nach oben zu schaffen. So, dann haben wir den einen haben wir raus. Ansonsten ist der Standard sicherlich, dass man mit der Schlinge Stents mit entfernt. Gut, aber. Also ich glaube, gerade bei mehreren kann man das machen, wenn sie gut liegen. Was man auch sieht, ist, dass je mehr Luft reinkommt, desto schwieriger wird die Bauchlage. Manchmal muss man den Patienten dann zurück auf die Seite drehen, wenn es nicht anders geht. Ich versuch's nochmal. Ich arbeite immer so ein bisschen mit dem Unterlenker mit. Ja, nimm die mal raus, die Zange, dann kann ich auch besser absaugen. Gut. Das ist der eine Stent. Nicole hält jetzt die Zange in großen Schlaufen, damit wir das Umfeld nicht alles kontaminieren mit Gallensaft. Ich nehme mal schnell rein. Die Orientierung ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Die Intubation. Na, jetzt so, ist er durch. Genau, prima. Wieder. Wir hangeln uns schon ein bisschen wieder vor. Meine Fasszange halte ich so, bereit. So, dann ist der ja. Der andere ist schon mit rausgerutscht, ne? Gut, dann ziehen wir den auch raus. Also jetzt interessiert uns natürlich, ob da jetzt ein Loch dann zu sehen ist, ne? Schauen wir gleich nochmal nach. Ja. Mal gucken. Ja, man sieht es ja auch auf der Röntgenaufnahme fast, dass der da so auf der Gegenseite drin ist. Erstaunlicherweise macht es ja meistens nichts. Kleines Stück. Ja. So, auf. Ist auf. Also was wir machen könnten, wir gucken uns euch jetzt noch zu, was ihr, wie ihr den Stent rausbringt und gehen dann nochmal schnell in den anderen Raum. Ja, gern. Was wäre denn jetzt der Plan mit dem Loch? Würdet ihr da Kontrastmittel spritzen oder? Ich würde das eigentlich nur klinisch überwachen. Ich würde jetzt nicht reinsondieren, noch mit. Danke. Ich meine, einfach ins Lumen ein bisschen Kontrastmittel. Das können wir natürlich machen, ja. Die Tüte? Na, ist ja da noch nicht. Da noch mal die Zange. Nochmal die Zange, bitte. Also man sieht auch, dass das nicht so leicht ist, die Stents dann im Magen zu legen und so. Also ohne Varizen wäre es besser, ne? Ja. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt noch, wo der Pylorus ist. Ja. Da liegt er ein bisschen drin. Muss ich mir mal merken, die Stelle. Auf? Ja, ist auf. Zu? Ist geschlossen. So, jetzt müsste man aber ganz raus haben. Gut, lose, ja. Ja, ist auf. So, kann ich rausnehmen? Mal gucken, ob ich ihn jetzt endlich richtig raus habe. Da liegt er immer noch. Jetzt gehe ich einfach mal. Aber als Pylorus-Schiene ist er ganz gut. Ja, brauche ich so eine kleine. Gut, vielleicht können wir ganz kurz, Olaf, dass ihr das jetzt schön langsam macht mit dem Sondieren, können wir ganz kurz nochmal in den anderen Raum gehen und uns eine Ballondehnung anschauen. Okay, Zange kann raus. Ja, ist draußen. Bitte. Was jetzt? Zu Nils. Willkommen zurück bei uns. Ja,
Wir haben mittlerweile auf einen dünneren ERCP-Katheter gewechselt und auf einen dünneren Terumodraht und haben damit, wenn wir aufs Röntgen schalten können, noch ein ganz anderes Areal erreichen können. Oh. Bis jetzt sind wir aber auch mit dem dünnsten ERCP-Katheter daran gescheitert, um diese Kurve unten zu kommen, da es sich dann immer in den anderen weiter nach oben verlaufenden Gallenweg aufbäumt. Was machen wir jetzt? So ist es. Ne? Also ist die Frage. Genau, also was auf jeden Fall bleibt und was zu tun ist, ist, dass wir einmal den DHC dilatieren und was man auch gesehen hat bei unseren Sondierungsversuchen, dass immer mal wieder kleine Konkremente hier über die Papille sich entleert haben, sodass ich denke, dass wir dilatieren und den DHC jetzt nochmal, nachdem wir ihn dilatiert haben, nochmal mit einem Körbchendurchzug dann versuchen zu reinigen. All diese anderen Abgänge nach links, ist es leider so, sind weder mit dem Papillotom ist da zu folgen, noch jetzt hier mit dem Ultra-Taper-Tipp. Jetzt sind wir mittlerweile, man sieht es auch, wirklich mit einem dünnen Draht unterwegs, der natürlich nochmal weniger schient. Das macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Das wird so nichts. Den kannst du noch ein bisschen spannen, bitte. Ich kriege nicht mal die Schlaufe raus. Ja, das wird so nichts. Ne? Gut, okay. Gut, dann, dann bleibt uns jetzt erstmal den DHC zu behandeln. Da kannst du jetzt mal auf den Wechseldraht gehen, den liegen wir vor. Gut, ich glaube, wichtigste ist sowieso, wenn man dominante Strukturen aufdehnt, dass man im Hauptgang bleibt. Ja. Dann würdet ihr jetzt über diesen Draht das mit einem Ballon aufdehnen, wenn ich das recht verstanden habe. So ist es, genau. Wir würden einen 6 mm Ballon nehmen, entsprechend der Weite des DHCs, so in den, denke ich mal, relevanten Abschnitten ist das eine richtige Größe. Okay, schiebt sie. Das ist doch gut. Jetzt habt ihr plötzlich eine schöne gerade Strecke. Wir gucken, das ist genau täuscht. Das Gleiche. Das täuscht. Es schlägt um, selbst wenn wir es, wenn wir gegenspannen und beide hier synchron arbeiten. Was übrigens auch noch auffällt, wenn es um Fieber geht, der hat ja offenbar eine riesige Gallenblase. Ja. Ja. Vielleicht ist auch das ein Infektionsherd. Können natürlich auch gucken, ob wir noch mal einmal in den Zystikus dilatieren. Ja. Da gibt es ja auch Chirurgen, ne? Ja. Ja gut, dann wissen wir, was jetzt euer Plan ist. Genau. Dann können wir wieder zum anderen Raum gehen und uns die Sondierung dort anschauen. Vielen Dank. Das ist der Vierer. Jo. So, da sind wir wieder. Jo. Okay, also die Stents haben wir alle schön im Magen abgelegt. Jetzt sind wir mit dem Papillotom und dem Terumodraht im Gangsystem. Und ich habe eben schon mal im DHC ein bisschen Kontrastmittel gegeben. Da konnte man jetzt von den intrahepatischen noch nichts erkennen. Jetzt sind wir aber vielleicht da in dem linken. Da versuchen wir jetzt mal mit dem Terumo weiter zu sondieren, dass wir da ein bisschen tiefer reinkommen. Okay. Ich fange an, den dann mal ein bisschen. Nicole hat auch ein 3-Lumen-Papillotom und auch ein Krumm-Terumo. Nochmal Kontrast bitte. Wir ja, mal gucken, kommt. Ob wir da jetzt ein bisschen mehr darstellen können. Damit wir Kontrast kommt. Wissen. Na, so. Nicht allzu viel zu sehen. Okay, wir müssen weiter mit dem Terumo versuchen, ja, da weiterzukommen. So richtig, aber das könnte gut sein. So. Aha. Möchtest du, dass ich weiter bohre? Ja, nochmal begradigen jetzt den Draht. Ja, jetzt ist er ja mit so einer umgeschlagenen, ja, so einem umgeschlagenen Ende da. Ja. Kommt. Und nochmal wieder. Ja. So. Ich würde wieder begradigen. Ja. Ja, okay. Das ist auch ein gebogener ursprünglich gewesen, oder? Das ist ein gebogener Terumo, genau, okay, mit einer gebogenen J-Spitze. Ja, das hat sich schon so ein bisschen. Hier ist ja dort, wo der alte Stent lag, ne? Das ist da, wo der Pigtail drin lag jetzt, ne? Das Stentbett. Wieder zurück. Genau, und viel weiter lag der auch nicht drin. Vielleicht ist das der Grund, warum er mit dem Billy auch wieder angestiegen ist. Also wir sollten gucken, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. Wir haben jetzt keine Bildgebung, die uns irgendwie ungefähr sagt,
wie das da aussieht, wie weit gestaut ist der linke Hepatikus. Und ein bisschen anspritzen. Ja, wir können es nochmal probieren, ich hatte es eben schon. Ich gehe nochmal ganz hoch mit dem Papillotom in diesen mutmaßlichen Abgang. Ist ja ganz wichtig, dass man weiß, wo geht es eigentlich hin, ne? Okay, ich verstehe jetzt nicht so viel, aber... So, nochmal Kontrast. Ja, kommt Kontrast. Das kommt. Bild ist auch irgendwie ein bisschen flau. Ja, ich muss wechseln. Kann man das nochmal ein bisschen... Könnt ihr mich hören eigentlich? Okay. So, jetzt haben wir erstmal ein besseres Bild. Ich habe mal die KV. Olaf, bitte? Könnt ihr mich hören? Verstehen. Wir haben auch gerade einen Twitter bekommen, dass der Sound irgendwie nicht so gut ist. Ja, jetzt ist es ein bisschen klarer. Ja. Jetzt kann ich es ein bisschen besser. So, das Bild ist jetzt auch ein bisschen klarer, weil ich die Einstellung noch mal ein bisschen geändert habe. Aber da ist... Möchtest du noch mehr Kontrast? Oder? Ja, ich würde es eigentlich jetzt noch weiter mit dem Terumo versuchen. Okay, ich würde dann... Okay, ich komme mit dem Terumo. Aha, da waren wir eben. Nee, da waren wir. Wir können noch mal ein bisschen vergrößern. Ihr habt immer noch einen gebogenen, ne? Wir haben immer noch einen gebogenen, genau. Ja. Da könnte man natürlich auch drüber nachdenken, mal einen geraden zu nehmen, oder? So. Genau. Mir den mal raus. Machen wir erstmal das Bild ein bisschen größer. Mhm. Vielleicht sehen wir dann mehr, aber wir sehen immer noch nichts. Aber den Draht sehen wir jetzt ein bisschen besser. Ja, soll ich? Ja, probier nochmal. Ja, kommt. Da kommt er und dann schlägt er gleich. Der schlägt sofort um, ne? Ja, schlägt. Ja. Er will nicht in die Richtung, in die wir wollen. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Ja, ich würde dann nochmal mich vortasten. Ja. Oder einmal mit Überschlag. So, jetzt meldet sich die Röntgenanlage schon. Ja, ich würde nochmals leicht zurückgehen, wieder an dieser Stelle. Ja, auch selbst. Ja, wir können nochmal den geraden Visiglight probieren. Visiglight? Ja. Haben wir dann Visiglight drin? Den haben wir wahrscheinlich wir nicht. Also die Frage ist ja hier immer, wer macht es jetzt? Soll es der Draht alleine machen oder geht man mit dem Katheter hinterher und stellt sich da unmittelbar vor die Engstelle? Ja, da sind wir ja jetzt. Wir haben ja nur die Metro. Jetzt sind wir ein bisschen zurückgerutscht, aber wir können da gleich vorgehen und dann ganz gezielt da auf diese mutmaßliche Stenose mal einwirken. Ja. Ich würde jetzt einen ganz schlichten Metrodraht nehmen, wenn dir das recht ist. Ja, habe ich ja so bestellt. Ein bestellter Metrodraht. Nicole, manchmal ist es einfach das Material. Nicht? Also den gesamten Draht. Genau, ziehen wir hier raus. Damit er gleitfähig ist. Ich finde, das spiegelt die Diskussion, die so im Alltag passieren, gut wider. Man einigt sich ja dann doch immer, Gott sei Dank. Ja, man muss halt eben auch da mal, wenn den Gebogenen nicht reinkommt. Genau, es zeigt auch, drei, viermal versuchen, geht immer irgendwo anders hin, jetzt kommt das nächste. Wunderbar. Genau. Ich müsste gleich da sein, jetzt bin ich da mit meinem Draht. Wo der jetzt hingeht, der will überhaupt nirgendwo hin. Doch. Neue Wege braucht das Land. Soll ich noch ein bisschen gegensteuern wieder so? Da? Ja, dann gehen wir. Ja. Ja, das Nehmen wir das erstmal. Wir nehmen, was das wir kriegen. Das war doch jetzt ein gutes Beispiel für einen Drahtwechsel und gleich geht's weiter. Das war alles Absicht so, ja. 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 So, dafür habe ich jetzt gerade die Einstellung verloren. Ah, so. Das ist auch so typisch, dass man da in den Momenten der größten Euphorie nicht mehr aufs Endoskop achtet und schon ist man weg von der Papille. So, jetzt versuche ich da mal hinterher zu kommen. Ja, soll ich dir helfen? Ja, das geht. Der Vorteil jetzt von dem Draht ist natürlich, dass wir den gar nicht wechseln müssen. Wie lang ist der? Der ist lang, 4,50 Meter. Ach so, 4,50 Meter, na, das reicht. Wir können... Für alles. Für alles, wir können hier alles machen. Da können wir alles mitmachen mit dem Draht, dann könnten wir den da schon mal
Welche Prothese wollen wir einsetzen? Da gibt es irgendwie ein Problem. Da komme ich. Das ist ja auch eine Philosophiefrage. Arbeite ich jetzt über den kurzen, mit Kurzdraht, arbeite ich mit Langdraht? Und da gibt's halt eben auch. Jetzt würde ich gerne mal darstellen, was wir da überhaupt gefunden haben. Ich bin bereit. Ja. Wir benutzen nur noch das kurze Drahtsystem in hier. Auch schon ein nicht mehr ganz taufrisches rechtes System. Aber das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig dilatiert. Nee. Das wird ihm nicht viel. Da lag aber der gerade Stent in die Richtung, oder? Ja, so gerade in die Richtung. Ne? Ja. Und eng ist es ja schon. Also ich habe ja Mühe gehabt, da mit dem Papillotom da reinzukommen. Wir hatten da auch, da war der 10 French Stent drin. Also ich würde fast sagen, hier legen wir einen 7 French Stent rein. Aber erstmal lassen wir den Draht da liegen. Ja. Kommt noch eine ganz interessante Frage bei dem gebogenen Draht, ob man nicht standardisiert eine Drehhilfe benutzen soll. Also ich habe mit Drehhilfen nicht so gute Erfahrungen. Es gibt durchaus Assistenzmitarbeiter, die das benutzen. Ich persönlich benutze es nicht, weil ich finde die Handhabung manchmal etwas schwierig. Petra, hast du? Wir benutzen die auch nicht. Wir drehen lieber mit den Fingern. Genau. Dabei ist vielleicht zu sagen, dass man den Draht wirklich kurz fassen muss. Am besten, man nimmt auch noch eine Kompressor zur Hilfe und dann kann man den Draht gut auch drehen. Ich will manchmal eine haben, ich kriege aber keine. Okay, so. Dann. Na dann, okay. Würden dir die beiden Damen jetzt hier auch nicht viel helfen. Ne? Sie müssen ja nicht drehen, sondern wir drehen. Gut. Den Draht vielleicht noch ein Stückchen vor und dann würden wir den da erstmal liegen lassen für alles Weitere. Der sieht ganz schwer. Bleibt er da liegen. Was ist denn jetzt der Plan, wenn wir fragen dürfen? Ja, jetzt haben wir ja erstmal das rechte System, das haben wir ja jetzt. So, und jetzt versuchen wir nochmal das linke. Aber mit welchem Draht? Jetzt könnten wir natürlich nochmal mit einem dünneren Terumo probieren. Aber einen dünneren Terumo haben wir uns leider nicht mit ins Gepäck getan. Terumo. Aber vielleicht den geraden Draht, wenn ich das schon wieder sagen darf. Oder doch nochmal den geraden Draht. Wir haben ja noch einen geraden Draht. Einen geraden Terumo haben wir auch. Also, dann nehmen wir den. Immer erstmal das benutzen, was man hat. Genau. Nebenbei kommt dann noch ein bisschen Konkrement raus. Auch nicht schlecht. Nicole macht jetzt wieder große Schlaufen. Große und kleine. Weil wir hier so ein bisschen ein Platzproblem haben. Sonst bin ich eher die mit den großen Brötchen schlaufen. So, lege mir das schön ab. Was passiert jetzt mit diesem Draht? Den Draht habe ich jetzt in großen Schlaufen. Den kriegt jetzt zusammengerollt. Der Doktor den kleinen Finger. Der wird jetzt an den Dr. Becker angetackert, oder? Am kleinen Finger. Herr Dr. Becker so ein bisschen tropft auch ein bisschen, ja. Das Ganze. Jo. So. Jetzt kriegst du wieder das Papillotom. Ja, das Papillotom habe ich hier auf meinem Tisch. Und kriegst wieder den Metrodraht. Den Metrodraht, okay. Wieder besser. Metrodraht. Jetzt Metrodraht. Also dann haben wir jetzt den dritten Draht. Metrodraht? Erprobung hier. Mal sehen. Was ist denn beim Arbeiten mit Doppeldrähten zu beachten? Dass die nicht rausrutschen und eben halt, wenn wir den einen Weg schon mal gefunden haben, dass man sich dann daran lancieren kann, dass man in das andere System kommt. So. Und wie verhindert man, dass es rausrutscht? Weil wir haben das dem Doktor am Finger gegeben. Das Papillotom müssen wir jetzt wegschmeißen. Das Papillotom ist auf den Boden auf gefallen. Wir brauchen ein neues Papillotom. Ne? Haben wir noch eins? Klar. Habt ihr eins von euch? Oder können wir ein ERC-Katheter? Ein neues Papillotom kommt. Oder ein ERC-Katheter. Gib mir ERC. Haben wir da? Dann gib mir ein ERC-Katheter. Das Papillotom muss man jetzt nicht wirklich haben hier. Die Diskussion um das Material ist natürlich auch dem jetzt zu schulden, dass wir Gast jetzt gerade in der Röntgenabteilung sind und nicht halt eben in eigenen Räumlichkeiten. Ich denke, Endoskopieabteilung braucht schon einen eigenen Endoskopie-ERCP-Raum und das ewige Rüberfahren in die Röntgenabteilung, Gast sein in einer fremden Abteilung, ist natürlich
hinderlich. Ne? Auf jeden Fall, das ist jetzt der Parallelität der Live-Demo geschuldet. Nein, haben gar kein ESP-Katheter. Okay. Katheter haben wir leider auch nicht. Wenn ihr jetzt gerade noch Material braucht, können wir irgendwann rüber switchen. Ja. Braucht ihr eine kleine Pause? Ja, wir brauchen jetzt einen kleinen Moment. Gut. Die eine Frage, die zwischendurch reinkommt, welche Erfahrungen mit dem Kurzdrahtsystem? Wir arbeiten in Kiel nur noch mit Kurzdraht und haben sehr gute Erfahrungen damit jetzt gemacht, weil dieses gerade, was passiert ist, passiert mit dem Kurzdraht unter Garantie nicht. Das Rausrutschen meinst du vom Pilotom und das Runterfallen? Mhm. Ja? Ja, gerade das Handling mit dem langen Draht braucht natürlich auch Übung, dass man eben die Schlaufen gut entwickeln kann und wieder auf- und entfädeln kann. Das braucht natürlich Übung. Ne? Frage war dann noch, wie sehen Sie hier die Lernkurve? Das ist natürlich eine eigene kleine Lernkurve für das Kurzdrahtsystem, glaube ich, wenn man umswitcht. Also das Umswitchen geht eigentlich relativ schnell. Also bei uns in der Abteilung war das erst so, alle haben sich ein bisschen dagegen gewehrt, aber nachher, das ging relativ schnell. In 2 Monaten haben alle das erlernt. Da gibt's jetzt gibt es Nachschub. Wir haben super, klasse. Ja, es ist per da. So. Express? Ja, per Express. Expresslieferung. Da hat sich... Und dünnere Terumus haben wir jetzt auch noch. Okay, also wir haben jetzt nochmal nachgeladen hier. Aber wenn man sich das so anschaut, ist der Grund des Fiebers wahrscheinlich, dass links irgendwas verschlossen ist, ne? Ja. Ja, Fieber hat er keins, aber das Billy ist hoch. Billy. Ja, oder angestiegen jetzt sukzessive über die letzten Wochen. Ups. Nicole bereitet sich jetzt wieder das Papillotom vor. Genau. Einmal wässern, das ist aber... Jetzt haben wir nur... Macht mal die Kameraperspektive ein bisschen größer, bitte. So, diesmal habe ich es unfallfrei hier reingekriegt. Ist das jetzt wieder ein Papillotom? Oder das ist wieder ein Papillotom. So, und ich muss jetzt gleich... Nicole hängt sich hier so elegant das Trägersystem von dem Draht über den Ellbogen. Da hat sie das gesichert. Kann das gut einführen. Kann man nicht sehen. So. Ich komme jetzt mit dem Draht hinterher. Noch ist er nicht da. Ja. Was haben wir jetzt für ein Draht? Jetzt haben wir den Metrodraht. Den Metrodraht. Ich bin jetzt wieder da. Also, der Metrodraht macht es jetzt. Ja. Ich schleiche mich langsam vor. Ich halte den Draht wunderbar kurz, wie man sieht. Ja. Und versuche nicht dahin zu kommen. Vorbei. Jetzt versuche ich da mal mit dem... Soll ich den Draht wieder ein bisschen ziehen? So, oder ja, der muss zurück. Ne? Wir sind ja schon am Abgang vorbei. Wir können mal probieren, ob wir das Papillotom ein bisschen abwinkeln, dass wir jetzt die Kurve kriegen da. Ja. Das ist ein gerader, ne? Ja. Das ist jetzt ein gerader Draht. Okay. Das ist ein gerader Draht. Und wir sehen, dass wir jetzt von der Gegenseite abprallen. Und dann wir können ja auch so ein bisschen Bande spielen. Ja, so. Bande gespielt. Also ja, warte, guck. Lassen wir nichts aus an Tricks. Nein. Nee, jetzt? Nein. Das ist der richtige. Okay. So, nochmal. Noch ein bisschen zurück. Nochmal wieder zurück. Das geht. Ich bin wieder zurück. Da. Jetzt nochmal den Turum. Warte. Oh, nicht wieder. Wieder. Das ist wie Autobahn hier. Ja, wir finden die Autobahnabfahrt nicht. Ja. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Warte. Jetzt wird's. Nein. Vorbei. Okay. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen so nochmal, so ganz scharf über Bande. Ja. Hast du nochmal mit dem Papillotom versucht, das ein bisschen abzuwinkeln? Ich winkel und halte fest. Ja, nee, dann geht das auch nicht. Das geht in die falsche Richtung dann wahrscheinlich. Nee. Jetzt den Turumo versuchen. Dann warte. Genial. Ja, genial. Super. So. Das geht nur mit Ansage, ne? Ja. Das war aber die gut, Drohung. Das war ausgezeichnet. So, jetzt muss ich mal probieren, dass ich da hinterherkomme. Ja. Da ist er schon wieder in dem Ast, den wir schon hatten. Ja, aber vielleicht kriegen wir noch was anderes. Wenn er jetzt ganz hinterher kommt, könnte er vielleicht geradeaus weitergehen. Wo
Entschuldigung. Ja. Was hast du gesagt, Thomas? Wenn ihr jetzt ganz hinterher geht, könnt ihr vielleicht dann geradeaus weitergehen, wenn du ganz bis zu, ja genau, hier, so. Oder so. Auch mal anspritzen. Nochmal anspritzen, hatten ja. wir eben auch schon, aber da kam ja so gut wie nichts. Aber wir probieren es nochmal. Ja, ich wollte... Nee, das ist bloß einblumig hier. Also ich habe. Ach, okay, also, na gut. Dann müssen wir den Draht wieder rausnehmen. Wir müssen den Draht wieder rausnehmen, ach, jetzt haben wir ein einlumiges, ja. Okay. Gut. Also Draht raus, ja. Draht raus, anspritzen gut. Und dann gucken wir mal. Also ich wieder in großen Schlaufen nehme ich den Draht raus. Draht raus, Draht raus. Draht raus, Draht raus. Zwischendurch kam noch mal die Frage, welche Nachteile gibt es beim Kurzdrahtsystem? Also sagen wir mal, wenn man sich irgendwo in der Peripherie hochziehen muss und zusammenarbeiten muss, der eine zieht, der andere schiebt, dann ist vielleicht das konventionelle System besser. So, ich würde jetzt mal anfangen. Zumindest wenn man Übung hat. Komm. Können wir mal Röntgen sehen? Ein Rinnsal, da, ja, noch ein bisschen. Ja. Aha, ja, da war der Pigtail drin, ja. Das ist ja mickerig. So, ich müsste. Puh. Macht das Sinn, jetzt da was reinzulegen? Also in den, diese Rudimente da erstmal nicht, denke ich. Jetzt probieren wir mal einen dünnen, jetzt haben wir das, jetzt müssten wir das erstmal spülen, ne? Und dann versuchen wir es mal mit dem inneren Titomo. Also der Titomo zurück. Diese Reste da vom Gang was reinzulegen. Dünn. Und ich spüle derweilen mit Kochsalz einmal das Lumen durch. In der Zeit. Ich hätte jetzt hier 25 und 18 anzubieten. 25. Probieren wir erstmal den, den sieht man noch einigermaßen. Bei dem 18er wird das dann sehr schwierig. Und gerade oder krumm? Gebogen. Oder immer gebogen hier. Ja. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist hier, man will irgendwo hin und weiß aber nicht genau wohin. Ne? Genau. Das kann durchaus auch so ausgehen, dass man da mal aufhören muss und eine ergänzende Bildgebung macht. Ja. Und schaut, wo es hingeht. Oder wenn man Pech hat im Rendezvous-Verfahren mit Percutaner Methodik sich da einen Weg verschafft. Das sehe ich, genau. Das kann hier das Ergebnis sein, ja. So. Ich hangel mich langsam mit dem Terumo voran. Weil jetzt vor der Untersuchung jetzt keine Bildgebung mehr stattgefunden hat, wie gestaut die Gänge waren. Nicht, ne? Nicht direkt, nein. Ja, genau. Bin ich schon? Die Patientin hat jetzt kein Fieber, nur ein hohes Billy. Könnte das noch von was anderem herrühren? Warum kommt der hier wieder raus? Ja, der hat, zu sagen, ich glaub, das der ist hat dieses krumme Ding. Der hat einen Tumor und das wird das schon sein. Ja. Die Einzelhilfe bitte. Nehme ich. Hier sieht man sehr schön, ich hatte gerade einen kleinen Umschlag in meinem Terumo-Draht, weil ich nicht auf Petra gehört habe, die Einführhilfe zu nehmen. Ich habe das ohne Einführhilfe gemacht. So, jetzt mache ich das mit Einführhilfe. So, Einführhilfe ist drin. Terumo-Draht kommt gleich. Huch, kommt doch nicht gleich. Ruhe bewahren. Ich bewahre die Ruhe. Gegenhalten. Kurz so. Petra ist an meiner Seite. Erstmal. Huch. Nee, will nicht. Ich muss mal umlagern hier. So. Das ist ein schönes Beispiel. Geht, ja. Geht mal ein bisschen weg mit der Kamera, das ist zu nah. Ich glaube jetzt. Also wie mühsam das Einfädeln vom Draht ist, merken wir manchmal, wenn wir es selber machen. Ja. Das geht man meistens schnell dann wieder zurück. Genau. Nö, das Feld ist steht. Ist jetzt durch? Ja. Den kannst du nach hinten schieben. So, Moment, aber ich glaube, dieser der Draht. Kann das
Habt ihr noch einen anderen Draht? Ja, wir müssen einen anderen Draht nehmen. Der ist leider jetzt defekt, wie man hier schön sieht. Was haben wir noch? Abgeknickt. Mhm. Den 18er? Den 18er noch rum. Oder hast du noch so einen mit gebogener Spitze? Nee, haben wir nicht mehr. Achso, dann nehmen wir mal den 18er. Nimm jetzt die Einzelhilfe, ne? Röntgenanlage. Da sehen wir hoffentlich auch den 18er ganz gut. Sozusagen der letzte Draht. Wir sind zeitmäßig eigentlich schon am Ende. Wir überziehen noch ein kleines bisschen. Okay. Beim Terumo sieht man sehr gut, wie wichtig das Wässern ist. Ja. Ja, und auch wenn der Draht halt eben schon beim Einführen Probleme macht, nicht weiter rumfummeln, sondern wirklich einfach einen neuen Draht nehmen. So. Auf jeden Fall. Keine Kompromisse. Ja. Genau, Einführhilfe zurückziehen und dann geht's weiter. Ja, jetzt hast du die Einführhilfe hat sie zurück und jetzt kann sie vor. Auch dieser Draht schlägt um. Der schlägt um. Dann schraubt das da vorne ab. Den kannst du zwar nicht mehr kontrastieren. Auch der schlägt um und hat ist jetzt auch wieder hin. Ja. Und Petra sagte jetzt abnehmen, aber geht nicht. Also. Also das Papillotom war zwar schnell da, ist aber ein bisschen widerspenstig. Das ist total widerspenstig, dieses Papillotom. Was wollen wir machen? Noch einen anderen Draht nehmen? Oder wollen wir nochmal, weil der ist jetzt auch defekt. Mhm. Ich hätte jetzt noch einen ganz normalen Terumo von Anfang an zu bieten. Also wenn man es heute erzwingen will, glaube ich, könnte man natürlich mit einem Palonkatheter raufgehen und anspritzen und schauen, was kommt. Weil wenn nämlich nichts kommt, hat es auch keinen Sinn, da rumzubohren. Gut, wir machen jetzt nochmal einen Versuch mit dem, mit dem 32er Terumo. Und ich glaube, auch eine wichtige Message ist, eine ERCP ist dann, auch wenn es nicht weitergeht, mal zu Ende. Ja. Und dann muss man andere Bildgebung machen und kommst du durch? Besser planen. Man will auch nicht jetzt mit Gewalt irgendwo durchperforieren und dann eine Via Falsa schaffen und so, ne? Ja, auf keinen Fall. Würden Sie dann in den Folgetag gleich wieder ERCPieren oder ein, zwei Tage verstreichen lassen? Das hängt davon ab, wie schnell man eine andere Bildgebung kriegt. Okay. CT oder MR. Und dann würden wir, wenn wir den Patienten dann wieder auflegen, dass vielleicht sogar mit PTCD-Option planen. Mhm. Also nochmal ein ERCP-Versuch, wenn das nicht geht, gleich PTCD. Mhm. Guck mal hier, ich bin da. Nee. Bei meinem Draht. Ach so, das ist jetzt ein kurzer und das ist ein langes. Ah. ihr habt ja einen Draht drin zur Schienung, ne? Wir haben also einen ganz Draht. Die Position verlieren werdet ihr nicht, sondern nur einen Ast. Ne? Wir müssen den Draht wieder rausnehmen, weil das ist ja ein kurzer Draht. So, jetzt hatten wir nochmal den Terumo von Anfang an und der ist jetzt wieder zu kurz für den Katheter. Es ist wie im wirklichen Leben. Absolut. Unsere Zeit ist auch ein bisschen abgelaufen, muss ich mal sagen. Aber ich glaube, der Plan ist relativ klar. Es gibt jetzt noch Versuche, da irgendwo hinzukommen, in ein vermutlich dilatiertes Segment. Wenn das nicht leicht gelingt, gibt es nochmal Bildgebung und dann einen zweiten Anlauf. Und wir haben einen Versuch noch. Und in welche Prothese sollte rein in das System? Da nehmen wir gleich eine 7 Bench. Was hatten wir da? Jetzt haben wir keine. Da würde ich. So. Gucken wir gleich nochmal. Wir haben uns jetzt nochmal für einen anderen Draht entschieden. Ein 7 French 12 cm. Das könnte passen, ja. Ein Draht mit Terumo-Spitze. So. Und jetzt gucken wir nochmal. Der letzte Versuch. Ja, und da sind wir wieder. Willst du da hin? Soll ich weitermachen? Nee, jetzt mal, wir stehen ja genau vor dem Problem jetzt. Ja, ich würde dann. Und jetzt, das ist jetzt aber einer mit gerader Spitze oder ist das jetzt einer mit gerader Spitze ist er. Also gerade Spitze hatten wir ja auch noch nicht. Also jetzt haben wir das auch noch mal im Einsatz. Ja, probier mal. Ja, da. Da bringt jetzt Drehen eigentlich nicht so viel. Auch. Und wenn das jetzt nichts wird. Da dann ist es ziemlich fest. Soll ich noch mal ein Stück zurückgehen? Da. Ja. Ich würde da. Das ist Widerstand, ne? Ich habe Widerstand. Ich drücke nach unten wieder raus. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Ach so, ich gehe zurück und du gehst zurück.
Also das kann, ich glaube, das kann gut sein, dass der da liegende Pigtail den Weg eher erschwert hat. Der ist zurückgerutscht und... So. Oh. Da ist nichts, dann würden wir da das jetzt... Doch, da hinten, da. Ja? Ja? Na. Was ist da? Ja. Wenn man nicht mehr dran glaubt, dann... Das ist die Schlange K. Bitte. Helf ihm mal da hinten hin. Ja und begradigen. Ja, ich komme, ich mache hier Mikrobewegungen. Ja, super. Mikrobewegungen. Olaf, mach mal was. Ja, ich versuche den jetzt hinterher zu drücken. Ja, noch mal ein bisschen weiter. Ja. Das ist wie die 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Wir waren ja schon ganz entspannt auf der richtigen Seite. Ne? Wir können gut schlaue Kommentare geben. Aber ne? Das vielleicht kann man es verankern. Da ist es. Jetzt ihr seid wunderbar. Oh, mal sehen, was wir daraus machen. Glaub noch nicht so ganz Olaf, da dran. Mach, ja, ich komme nicht hinterher. Ich kann dir auch ein bisschen helfen. Ich nehme. Ja, zieh mal so ein langsam ziehe ich mich zurück. Jetzt rutscht das Ganze weg. Und dann muss es aufgeben. Also richtig gut läuft der da aber auch nicht weiter. Also, nee, er läuft nur da unten so, also das Stück. Gut, wir fürchten trotz aller Spannung und einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt richtig ist, müssen wir jetzt leider vom Netz gehen. Ja. Okay, tschüss. Vielen Dank. Wir werden aber berichten, wie es weitergeht und dann in der bearbeiteten Version noch Bilder ins Netz stellen. Genau. Ganz herzlichen Dank nochmal an beide Teams. Die beiden ganz Abgekämpften sind hier, Nils und Silke. Die Untersucher habt ihr noch beim Patienten gelassen. Ja, genau. Klar. Genau. Und ganz herzlichen Dank an die beiden, an die drei, die noch weiterkämpfen. Da kommt der Untersucher auch ganz nass geschwitzt. Ja. Genau. Vielen herzlichen Dank, auch wenn wir jetzt die beiden Fälle nicht zu Ende bringen konnten. Was habt ihr jetzt noch gemacht? Am Ende haben wir noch ein Körbchendurchzug gemacht, dabei ein paar Steinfragmente rausgeholt. Das war's. Aufdilatiert in DRC. Okay. Die drei anderen kämpfen noch weiter. Wir gehen jetzt langsam von Netz und sagen ganz herzlichen Dank nochmal für die Gastfreundschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ganz viele Namen zu nennen, die wir jetzt aber auf der kürzeren Zeit nicht machen werden. Vielen herzlichen Dank. Wir stellen die Sache noch ins Netz. Und auf jeden Fall auch nachbearbeitet mit Bild und Ton und was alles noch so kommt. Genau. Ja? Und allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen.